Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt auf Rekordjagd, 12.000 Punkte im DAX. Es wird nun viel darüber geschrieben werden, ob es sich lohnt, weiter einzusteigen oder ob man auf einen Rückschlag warten sollte. Wir möchten das kurz aus Sicht der Bewertung einordnen, aber vor allem auch die Perspektive auf das lenken, was Sie selbst kontrollieren können, eben die eigene Depotstruktur in Abhängigkeit der finanziellen Risikobereitschaft. Sie sehen zunächst in Orange dargestellt die Entwicklung des DAX 30, also den Index, den Sie typischerweise in den Medien häufig als repräsentativ für den deutschen Aktienmarkt finden. Sie sehen an der linken Skala den Indexstand in Punkten und Sie können sehr deutlich sehen, dass wir bei den Schlusskursen gestern knapp unterhalb der 12.000 Punkte waren, die wir ja heute auch erwartungsgemäß auch erreicht haben. In Blau sehen Sie den IFO-Geschäftsklimaindex, ein relativ viel beachteter Konjunkturindikator, da hier doch eine Vielzahl von Unternehmen zur Einschätzung der zukünftigen Erwartungen, aber auch zu ihrer aktuellen Lage befragt werden. Und Sie können sehr schön feststellen, dass es einen gewissen Gleichlauf zwischen den Einschätzungen der Unternehmen gibt und eben auch dem Kursverlauf des deutschen Aktienmarktes. Sie können diese Parallelen hier sehr schön erkennen. Wir sehen, der Geschäftsklimaindex, der trübt sich ein. Wir sehen, dass die Aktien entsprechend fallen. Wir sehen, dass sich das Geschäftsklima aufhält und dementsprechend auch der Aktienmarkt hier sich nach oben bewegt. Hier die Finanzkrise, bei der die Geschäftserwartungen natürlich massiv eingebrochen sind. Die Aktienkurse haben dies parallel mitverfahren. Und ja, jetzt sehen wir eben hier oben, dass wir sowohl eine ganz gute Stimmung haben, als eben auch hier einen Indexstand, der ja mit einer 12.000-Punkte-Marke mal wieder ein rundes Niveau erreicht hat. Der Punktestand sagt uns allerdings relativ wenig. Wir müssen auch immer die Gewinne der Unternehmen in Relation hier betrachten. Und dementsprechend sehen Sie das Kurs-Gewinn-Verhältnis dargestellt auf Basis der Gewinne der letzten 12 Monate. Sie sehen wiederum auf der linken Skala die Wertentwicklung des Aktienmarktes, also eben die sehr schöne Performance Richtung 12.000 Punkte. Und diese dunkelblaue Linie, die zeigt Ihnen das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das wievielfache der Erträge des Gewinns pro Aktie bezahlt man aktuell, wenn man eben die Aktien kauft und das eben auf den DAX 30 bezogen. Und damit Sie das besser einordnen können, haben wir nochmal den Durchschnitt ausgerechnet für die vergangenen 20 Jahre. Und da sehen Sie, okay, das Kursgewinnverhältnis aktuell bei 16,7, der Durchschnitt lag bei 15,8%. Also die Bewertungen sind jetzt nicht besonders hoch, aber auch nicht besonders niedrig, sondern liegen leicht über dem Durchschnitt. Und wahrscheinlich, wenn nun die Analysten ihre Gewinnschätzung anheben, dann wird sich das Kursgewinnverhältnis noch etwas nach unten hier entsprechend reduzieren. Kein passender Vergleich ist sicherlich die Dividendenrendite des Aktienmarktes mit der Rendite von sicheren und schwankungsarmen Bundesanleihen, weil das eine ist ein Vermögenswert, der doch sehr, sehr stark schwankt und eine unternehmerische Beteiligung darstellt, eben die Aktie. Das andere ist ein Papier, was eine Forderung gegen einen tollen und solventen Schuldner darstellt, eben Deutschland. Aber Sie sehen schon, von der Vergangenheitsentwicklung her, während sie früher relativ hohe Renditen aufgeben mussten, also da haben sie Renditen aufgegeben von jenseits der 10% oder auch 6% oder auch hier 4% Rendite aufgegeben haben, wenn sie keine Bundesanleihen gekauft haben, sondern Aktien, geben sie momentan relativ wenig auf, eben die 0,3%, die wir momentan bei 10-jährigen deutschen Bundesanleihen haben, und die Dividendenrendite für den DAX, die sehen Sie hier mit 2,53%. Das kann natürlich nicht der Grund sein, in Aktien zu investieren. Es ist lediglich eine weitere Betrachtungsweise, wenn Sie Ihr Portfolio sinnvoll strukturieren müssen. Also Dividenden sind keinesfalls hier die neuen Zinsen. Was können wir in diesem Umfeld nun tun? Und Sie sollten sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und wenn Sie nun das Gefühl haben, dass Sie die Wertentwicklung verpassen oder dass die Märkte schon zu hoch sind und ob Sie vielleicht Gewinne mitnehmen sollten, da Sie ordentlich investiert sind, dann kann ein Ausgangspunkt die finanzielle Risikobereitschaft sein, die man auf wissenschaftlicher Basis mitteln kann. Und wir sehen es hier zum Beispiel, wir haben hier einen Anleger, der hat momentan rund 50% Wachstumswerte im Portfolio. Sein Ziel war es, 70% zu erreichen, also ordentlich aufzustocken. Vielleicht lässt man sich auch hier von der allgemeinen Euphorie entsprechend anstecken. Aber wir sehen hier den Bereich, mit dem er sich eigentlich am wohlsten fühlt, was seine finanzielle Risikobereitschaft betrifft, der liegt eben hier im grünen Bereich. Und da sehen Sie, diese 70% sind doch weit draußen. Und dementsprechend sollten wir uns maximal in den Komfortzonen bewegen. Die sehen Sie hier eben in gelb eingezeichnet, also eben ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter von der
Zielquote, aber die 70, die man anstrebt, die sind vielleicht ein bisschen zu hoch. Also, wie gesagt, machen Sie sich selbst zum Mittelpunkt und Sie können diesen Fragebogen gerne auch anfordern per info@ypos-fp.de und dem Stichwort Risikobereitschaft. Ansonsten unterstützen wir Sie gewohnt bei diesen Themen. Das war's von meiner Seite für das kurze Update. Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.